So Leute, und willkommen zurück hier bei Super Mario Galaxy. Im letzten Part haben wir den letzten Grünstein gefunden. Wir waren allgemein recht, also wir haben sehr viele Sterne gesammelt im letzten Part. Und wir machen den letzten jetzt noch in der Phantomgalaxie und ich glaube, der war schwierig. Okay, Geisterboss, ja, das ist der, den ich meine. Okay, das ist noch nicht so schwer, aber es gibt noch eine sehr schwierige Form von diesem Geisterboss hier. Und wenn dann die Zeit gekommen ist, wisst ihr, welche Mission ich dann meine. Okay. Cool, ich bleib. Irgendwie bin ich so aufgeregt. Ich will nämlich so wenig wie möglich sterben und springe fast in den Abgrund. Nein. Sternteile. Sternis. Teile. Und Spinnen. Eine weniger, zwei weniger. Dich will ich auch noch töten. Ich Spinnen einfach hasse. Oh Gott. Ich kann ja nicht der Einzige mit so einer Spinnenphobie sein. Da kommt er bis hier hin. Das tat ja weh. Komm, mach den. Sammelst du auch noch ein? Okay. Ignorieren. Und dann muss ich jetzt hier wieder machen. Ah, das ist geil. Jo. Das müssen wir jetzt nämlich... Komm schon, Mario, kaputt machen. Diese Buhus müssen wir jetzt nämlich benutzen, um diese Statuen zu zerstören. Weil die machen... Puff. Die machen Schkepuff und die machen mir auch Schaden, okay. Das sind solche... Klingt das jetzt rassistisch, wenn ich sage Taliban? Nee, das sind solche... Ah, gut, endlich. Das sind solche Attentäter. Boos. Ist ja momentan sehr präsent das Thema in den Medien. Was ich dazu sagen... Das sage ich jetzt sicher nicht in einem Mario Galaxy Part, das ist so mehr für Mario Kart 8. Aber das müsst ihr mir halt selber empfehlen, ob ich mal über solche ernsteren Themen reden soll. Dann morgen, dann heute in den Mario Kart Part reinschreiben. Der kommt heute um 18 Uhr. Das war irgendwie voll nicht geplant, aber passt irgendwie voll gut rein. Ach du Kacke. Hilfe! Ach Gott. Oh Gott, das war jetzt gerade knapp. Oh ne, ich muss in den Konkon rein. Ihr wisst ja, ich und diese Konkons sind nicht die besten Freunde. Danke, das sammle ich gerne ein. Sternteile, die sammle ich auch gerne ein. Ich weiß gar nicht, wie viel der nächste Luma will. Die hätte ich auch noch gerne. Ja, den da unten sammeln, kann ich nicht einsammeln. Echt jetzt? Okay. Was soll's? Und rauf da. Okay. Auf jeden Fall wird es immer schwieriger. Noch mehr Taliban. Berufs. Oh nee. Oh nee, echt jetzt. Oh Gott, ich dachte, jetzt schieße ich mich jetzt aus. Hört auf mit diesem Quatsch, mit diesen Konkons. Die will doch niemand haben. Kann ich da nicht ein bisschen noch? Nee, mach ich hier runter. Alter. Sonst geht's euch noch gut. Hab ihn. Ich glaube, der Boss sollte langsam auftauchen. Kann ich nicht auch auf den Teilen hier laufen? Das finde ich irgendwie besser. Und jetzt bin ich da. Okay, wir sind beim Boss, Leute. Oh, nee, brauche ich nicht. Auch kein Maxi-Pilz, ich schaff den auch so.
Und da ist er nämlich. Der Geisterboss. Und irgendwie hat er was von dem Luigi's Mansion Boss. Nämlich vom zweiten richtigen Boss bei Luigi's Mansion. Ach, Kacke. Da kommt jetzt ein Beruf aus. Dann möchte ich gerne dir an die Zwiebel donnern. Okay, bis jetzt geht der noch ganz gut klar. Okay, goldener. Gut. Komm mal her, Beruf. Komm mal beide her, bitte. Wenn ich nämlich... Nee, ich wollte beide treffen. Und jetzt muss ich ihn... Hä? Ah, jetzt muss ich ihn immer noch mit dem Buhu treffen. Komm schon. Okay, wusste ich nicht. Habe ich vergessen. Okay, jetzt macht er ernst. Jetzt macht der Typ ernst. Okay. Ruhig bleiben. Nein. Oh, fuck it. Gut, den Fäusten auszuweichen ist gar nicht so schwer. Aber diesen Stein mit der Zeit auszuweichen. Ah, Dame Buhu. Du hast den Buhu getötet. Ach du Scheiße. Weg da. Nein. Ach Gott, hier, warum musst du auch so... Du bist nicht schwer, warum musst du so verdammt... Ja, wie sagt man dem so... sein. Der tötet die ganze Zeit die Buhus, hör auf damit. Okay, jetzt kriege ich wieder eine Münze. Das ist nicht mal mehr witzig. Hör doch auf damit. Meine Fresse. Oh Mann, oh. Ah, endlich, Alter. Kommt doch auf. So. Warum? Endlich. Ah, meine Augen tun schon ein bisschen weh. Keine Ahnung warum. Ups, gegen's Mikro gekommen. Tut mir leid. Ihr müsst euch sicher mal denken, wie nimmt der Typ auf, dass er immer gegen das Mikro kommt. Das bleibt immer mein Geheimnis. Aber erfolgreich wieder eine Mission geschafft. Ging ja auch nur fast 9 Minuten. Oder 8. Fast 9. Keine Ahnung. 70 Sterne. Okay, wir nähern uns dem Ende zu. Und ja, das heißt, dass wir nähern uns dem Ende zu. Wir haben noch 50 Sterne zu holen. Boah, das ging auch so viel. Gut, haben wir ein bisschen beendet. Wir müssen jetzt auf Kometen warten. Und wir machen... Ich wollte sagen, wir machen im Schlafzimmer weiter. Und das werde ich auch weitermachen. Nein. Gut. Gucken wir mal, was uns... Ah, die Galaxie im Schlafzimmer, die waren, glaube ich... Toll bist nicht so toll. Nämlich die hier. Die ist nicht toll. Mag ich nicht. Wir machen die trotzdem. Einfach, weil ich sie dann so gut wie abgeschlossen habe. Da fällt nämlich dann nur noch der Komet. Weil hier haben wir den Grünstern schon, also den Geheimstern. Und danach ist gut. Dann haben wir die Galaxie auch schon fast beendet.
Ich merke, ich bekomme gerade die Batterie im Halsschmerzen. Ah, ich kann nicht mehr richtig reden. Okay. Hier haben wir ein Huhn, das mich ein bisschen abfacken will. Das ist natürlich ganz normal. Kann ich das Huhn nicht irgendwie töten? Dich will ich haben. Dankeschön. Nee, kann ich anscheinend nicht. So. Hä? Ich habe gerade ein Haar gefunden, so ein langes Haar. Ich weiß nicht, wo das kam. Raus da, Mario. Oh Gott, ich habe die Mission so übertrieben schwer in Erinnerung. Jetzt noch ein. Wieder rauf. Dich brauche ich 100% auch für irgendetwas. Fuck it. Da wäre die Truhe gewesen. Kacke. Kann nochmal der Koopa spawnen. Gracias. Okay, habe ich. Nein! Nein! Gemein. Hat sie unten noch einen? Oh Gott. Weg mit dir. Knochen trocken. Ich mag dich ja. Das ist ja auch so eine Sache. Warum haben sie Knochen trocken bei Mario Kart 8 rausgenommen und alle Koopalinge reingemacht? Ich weiß nicht. Ich mag Knochen trocken. Also die trockenen Knochen, aber. Da ist einfach eine Sympathie-Pompe. So. Ging ganz gut, ging ganz gut. Wieder hier rauf. Dann haben wir es geschafft. So. Ich habe irgendwo Sternteile gesehen. Die man auf einem anderen Planeten muss. Das muss ich ein bisschen auf. Radinier machen. Und wie komme ich jetzt hier rauf? Ach so. Okay. Ich dachte, es wäre weiter oben. Und nächster Planet. Ach ne, dich muss ich hier mit. Wo ist der Fußball? Check ich nicht. Was muss ich denn machen? Ach so, kommen die auf die andere. Okay. Meine Dummheit wie immer. Also komm her. Wo ist der Ball? Zack, zack. Nein! Komm schon! Treffer! Gut. Ah, das war schon ein bisschen schwieriger. Jetzt sind wir dort, wo wir hin müssen. Aber leider auf der anderen Seite. Weil jetzt kommt nämlich wirklich der Abfuck-Part. Der wird nämlich echt schwierig. So, die Sternteile sammle ich auch noch gerne ein. Jetzt kommen wir nämlich hier rein und die Kamera dreht sich hoffentlich. Nee, macht sie nicht. Ach, nur für ein One-Up-Pilz. Oh mein Gott, mir wird übel, wenn ich so auf dem Kopf bin. Weil ich muss ich drehe meinen Kopf auch automatisch mit. Hä, sollte die Kameraperspektive nicht drehen? Das ist ja übertrieben schwer so. Okay, einfach ruhig bleiben.
Schaffen wir, das schaffen wir doch locker. Weiter. Ach du Kacke. Spring Mario. Kaputt machen. Ach du. Das war ja übertrieben einfach. Boah. Die Mission hatte ich auch schwieriger in Erinnerung, aber ging ganz gut klar. Ging locker flockig aus der Hand. Möchte man ja meinen, aber ihr wisst ja, es ist nie so, wie ich sage. Die Riesenfalle in der Wüste. Und Leute, das war's wieder von diesem Part. Und ja, war wieder ein bisschen ruhigerer Part, aber ich habe momentan ein bisschen Halsschmerzen und... So ein bisschen weh. Und trotzdem wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und schaltet heute Abend doch beim Mario Kart 8 ein. Sollte heute sein, wenn ich mich nicht verzähle. Und ja, haut rein. Wir sehen uns dann morgen hoffentlich wieder bei Mario Galaxy. Dann natürlich einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert diesen Channel, wenn ihr mehr Mario Galaxy sehen wollt. Und bis dahin, haut rein. Euer Blaze. Tschüss.